Geil. Also, wie jeder von euch weiß, Leute, haben wir was ganz Besonderes am 18. September. Was haben wir am 18. September Besonderes? Wer kann mir das sagen? Was ist am 18. September? Ich dachte, das dauert lange. Okay, perfekt. Wir haben die Dach-Convention, Leute. Wir haben die Dach-Convention. Wir haben das Event in Österreich. Dazu werde ich nachher noch ein bisschen was sagen. Das wird auf jeden Fall komplett gestört, Leute. Warum wird es komplett gestört? Einfach aus dem Grund, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das wird so einer der letzten Events sein, die wir vielleicht irgendwie in den nächsten paar Jahren machen können. Ich will echt nicht pessimistisch sein, so, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, so mit dem Covid-Ding, das geht irgendwie alles ein bisschen in die falsche Richtung, habe ich das Gefühl. Also nutzt das auf jeden Fall aus. Ich freue mich da mega drauf, so viele Leute mal wieder zu sehen. Ihr wisst gar nicht, wie krank das ist, was für ein Energy das ist. Darüber hinaus noch verdammt wichtig ist, wir werden eine dicke Aftershow-Party machen. Eine dicke Aftershow-Party in der Halle, wo wir das Event haben. Okay? Das wird auf jeden Fall auch erstmal mega nice. Und dann auf jeden Fall die ganzen Speaker-Parts für euch, mal Stefan Kassel kennenzulernen, dass wir uns alle mal kennenlernen, dass wir die ganzen wieder kennenlernen, den iGenius-Dach. Und wie gesagt, freue mich da mega drauf. Deswegen, wer da schon am Start ist, also wer da ein Ticket zu 100% hat und 100% am Start ist, baller mal bitte eine 18 in den Chat. Eine 18 in den Chat, wenn du auf jeden Fall ein Ticket hast, da schon am Start bist. Okay. Gut, und auf jeden Fall ein paar Leute. Wo bekomme ich die Karten? Geile Frage, Patrick. Sehr, sehr geil, wollte ich gerade sagen, werde ich gleich beantworten. Die 18. Kann mir mal ganz kurz jemand den Link hier in den Chat reinschicken für den Patrick, dass er sich noch ein Ticket holen kann. Und sonst schicke ich nochmal alles nachher in den TPR-Bot. Okay, danke, Domi. In den TPR-Bot, der TPR-Bot. Dort kommt immer alles rein. Okay, TPR-Bot findet ihr mal in der Einarbeitung. Lässt sich das gut mit 2030 kombinieren? Was genau? Klar, ich meine, guck mal, wenn du 2030 machst und Vollgas, gibt es die ersten zweieinhalb Wochen, wenn du es richtig machst. Also, wenn du 2030 richtig machst, dann wirst du so ein Event brauchen. Da wirst du so froh sein, auf so einem Event zu sein und einfach nur da zu sitzen und zu sagen: Oh, geil, Mann, ich muss jetzt mal gerade niemanden recruiten oder irgendwas, sondern ich kann mich inspirieren lassen, ich kann neue Energy tanken. Deswegen machen wir das so. Okay, deswegen haben wir gesagt, wir machen 2030 in der Mitte Event und dann geht's weiter, weil Energy, manchmal brauchen wir Tankstellen in dem Business. Wir sind in dem Tankstellen-Business, falls ihr das schon mal gehört habt. Okay, sehr geil, perfekt. Also, wer da noch keine Tickets hat, Leute, gebt da Vollgas. Ich werde da auch noch ein bisschen sprechen in dem Call. Wir werden in diesem Call über das Thema Accountability, über das Thema Verantwortung sprechen, über das Thema, also Accountability heißt Verantwortung, über das Thema Verantwortung eben sprechen und über das Thema Ownership, okay? Ich werde mit euch mal kurz mein Whiteboard teilen, dass wir da zusammen hustlen können, dass wir da zusammen was aufschreiben können, dass wir da zusammen Notizen machen können. Aber heute geht es wirklich darum, dass ihr tief in die in das Thema reingeht oder wir zusammen in das Thema reingehen, dass ihr da die Infos habt, dass ihr euch das aufschreiben könnt, dass ihr euch das anschauen könnt. Also schaut, dass ihr Notizen machen könnt, bitte. Schaut, dass ihr auf jeden Fall bitte einen Block habt, einen Stift habt, ein iPad, Notizen, was auch immer. Am besten immer physisch, wenn ihr es aufschreiben könnt, okay? Und gebt mir mal ganz kurz einen Daumen hoch, ob ihr mein iPad, also das hier seht, wenn ich da ein bisschen rummal. Eine Sekunde. So, jetzt seht ihr das S zum Beispiel, wenn es ein S sein soll. Okay, geil, perfekt, easy. Geil, Mann. Also das Thema Verantwortung, sehr, sehr wichtig in dem Thema, in dem Business. Verantwortung. So, Verantwortung zu dem Wort zu stehen, was man gibt, allgemein das Thema Verantwortung, Accountability nennt man das Ganze auch. Und die Verantwortung oder Accountability ist halt so die Übersetzung, aber Accountability ist halt gerade im Thema Business, also im Thema Geschäftsführung, im Thema Unternehmertum ganz, ganz, ganz wichtig. Okay, und darüber sprechen wir ja. Wir sind ja in einem Unternehmen, okay, wir bauen ja ein Business auf, wir haben unsere Selbstständigkeit, das verstehen viele nicht, weil Networker, das ist nicht Wissen, was ich euch gebe, was Networker geben würden, sondern das ist Wissen von Menschen, die Erfolg damit haben und es von Unternehmern haben, die Multimillionen oder Multimilliarden Unternehmen aufgebaut haben. Weil der Unterschied zwischen uns ist ja der da, ein Unternehmer, okay, wir machen jetzt mal U für Unternehmer, ein Unternehmer, der hat Angestellte, okay, A für Angestellte. So ein Networker nachher, der hat keine Angestellten, sondern der hat Teammitglieder, okay, also M für Mitglieder. So, das ist ein riesengroßer Unterschied. Warum? Der Unterschied ist, dass ein Unternehmer, und wenn wir uns da mal reinversetzen, ich erzähle euch gleich mal eine Story und dann müsst ihr mir sagen, was daran jetzt anders ist, beziehungsweise was daran wichtig ist. Unternehmer ist ja jemand, der delegiert, okay, ein Selbstständiger, ein Chef sozusagen, ein Boss, der delegiert ja den Angestellten, was sie zu tun haben, okay. Networker eher weniger, okay, also Network ist immer so Thema, so Inspiration, okay. So, wir sagen immer Inspiration, okay, du kannst die Leute nicht motivieren, du kannst sie motivieren auf einen Call oder sowas, aber Menschen kann man nicht richtig motivieren, Motivation, okay,
So, was haben wir noch im Network, was oft passiert? Also, was oft sozusagen, also mit Motivation meine ich, wir sagen ja im Network oft, man kann Menschen nicht motivieren, such motivierte Personen, okay? Such, inspiriere Menschen, du kannst die Leute schon mal motivieren mit einem Call, mit einem Event oder so, aber die müssen halt ihre Entscheidung treffen, okay? Aber Networker primär arbeiten über Inspiration, über Motivation, über Lifestyle, okay? Und das könnt ihr euch alles mal aufschreiben, weil das sind alles Bereiche, die müsst ihr auf jeden Fall als angehender Leader einhalten. Da müsst ihr euch darauf fokussieren, Inspiration zu geben, Motivation zu geben, Lifestyle zu geben, die Leute zu trainieren, okay? Also dein Team zu trainieren, so wie jetzt mit dem Nugget Course und so weiter, ist auch eure Aufgabe, denen das Wissen weiterzugeben, okay? So, was ist jetzt so der große Unterschied in dieser kompletten Geschichte, sage ich mal, ist es nachher, wenn jetzt zum Beispiel... Ich glaube, jeder von euch kennt es. Okay, jeder von euch kennt es schon. Jeder von euch kennt es. Und für die Leute, die noch keine Teampartner haben, vielleicht habt ihr das selber schon mal gemacht oder eventuell könnt ihr es euch vorstellen. Aber der Unterschied, der große Unterschied ist, dass hier in diesem Bereich, okay, also ich sag mal zwischen Unternehmer und Angestellten und dann Networker und seinen Membern, seinen Teammitgliedern, gibt es einen ganz großen Unterschied. Und zwar hier in diesem Bereich wird halt sehr, sehr stark mit dem Thema eben Verantwortung und Accountability gearbeitet. Okay. So, also heißt, wenn jetzt ein Networker, wir machen mal das Beispiel hier, und zwar sagen wir, ein Member, also ein Teammitglied, sagt, ey, ich gehe Ende des Monats Platinum Ambassador, das wird zu 100% klappen, ich schreibe 5 Elite-Pakete selber ein, ich mache das Event mit 10 Leuten und ich lade jeden Tag eine TikTok-Story hoch oder mache jeden Tag eine Story und ich bin auf jedem Call dabei. Okay, jetzt weiß nicht von euch so, wenn ihr mal selber Calls macht, selber Leader-Calls macht und so, ihr schaut euch so ein bisschen an, wer ist da drauf und ihr merkt, hey, der ist ja gar nicht drauf. Okay, ihr merkt, hey, okay, es geht immer mehr gegen Ende des Ziels, was er gesagt hat und nicht mal ansatzweise stimmt das überein. Okay, so was macht jetzt ein normaler Networker? Ein normaler Networker denkt sich, okay, scheiß drauf, ich suche mir einen neuen Member, mit dem ich aufbauen kann. Okay, das war lange meine Philosophie. Meine Philosophie war immer, hey, scheiß drauf, wenn du dich machst, dann suche ich mir jemand anderen. Okay, und das ist auch richtig. Ihr solltet diese Philosophie nicht verlernen, ihr solltet nicht sagen, das ist nicht die richtige. Aber der primäre Unterschied ist ja, wenn ein Angestellter sagt oder die Aufgabe bekommt oder einen Gameplan macht und sagt, hey Chef, ich mache das und das und das und das und das ist das meine Aufgabe und der macht das jetzt nicht, was passiert dann? Was passiert, wenn euer Angestellter, stellt euch das vor, euer Angestellter in dem Unternehmen, ihr seid Unternehmerin, Unternehmer, was auch immer, macht nicht das, was er gesagt hat. Was passiert dann? Er wird gefeuert. Er hat ein Problem. Er ist weg, gekündigt, gefeuert. Er hat ein scheiß Problem. Okay? So, und das ist halt das Kranke, weshalb viele im Network Marketing keinen Erfolg haben, ist genau dieser Zwischenschritt. Hier ist dieser Zwischenschritt zwischen Unternehmertum und Angestelltenverhältnis und Network Marketing und Inspiration und den Member, also zwischen Network Marketing und den Membern in seinem Team, wo man halt nur über Inspiration, Motivation, Lifestyle und so weiter geht. Also heißt, eure Aufgabe ist es primär, den Leuten diese Accountability, diese Verantwortung, die ihr gebt, auch zu claimen. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn dein Teampartner, wenn du dir die Zeit nimmst und du sponsorst jemanden und du hilfst dem und ihr macht einen Gameplan, ihr macht einen Plan und ich hoffe, ihr macht Pläne mit euren Mitgliedern, ich hoffe, ihr sagt ihnen, was sie zu tun haben. Darauf will ich hinaus. Das sind alles Dinge, die müsst ihr den Leuten mitgeben, okay? Also eine Verantwortung im Network Marketing, okay? Und wir sprechen da auch von dem Thema Delegieren. Delegieren bedeutet, Menschen zu sagen, was sie zu tun haben, okay? Und daran dann zu beurteilen, ob sie das Ganze hier ernst meint oder nicht. Weil guck mal, wenn jemand zu mir sagt, hey Miguel, ich bin am Start, ich gehe Vollgas, bin auf den Kurs, aber er ist nicht auf den Kurs. Wenn ich jemandem sage, hey, wir haben das und das Ziel, wir haben den und den Gameplan und er sagt mir die ganze Zeit, Bro, ich mache das, ich mache die 22.000 Punkte in der und der Zeit und es passiert einfach nichts, vor allem nicht zum Plan oder zum richtigen Zeitpunkt, dann überlege ich mir irgendwann mal, hey Miguel, ist es mir oder ist es dir als Leader und ich denke mir, hey selber, ist es mir wert, mit dieser Person Zeit zu verbringen, diese Person zu stecken, wenn sie die ganze Zeit labert, aber es passiert nichts. Okay, und trotzdem lutschen wir dann als Networker aber so lange an diesem Lolli rum und versuchen irgendwie, oh, mein Team macht nichts und da passiert nichts und keine Ahnung. Das heißt, Verantwortung im Network Marketing bedeutet zuerst einmal Aufgaben geben. Warum Aufgaben geben? Weil die wenigsten Menschen jemals eine Selbstständigkeit hatten.
Weil die wenigsten Menschen nicht wissen, was sie tun sollen. Weil die wenigsten Menschen planlos rumlaufen, wenn du ihnen keine Aufgaben gibst in dem Business. Weil dieses Business hier ist eine Selbstständigkeit. Du bist dafür verantwortlich. Das ist, bei mir ist es auch so. Egal, was meine Upline macht, egal, was mein Team macht, okay, ich bin selbst dafür verantwortlich. Es ist mein Business. Ich bin verantwortlich. Okay? Also heißt das Erste, und das bezieht sich jetzt auf Teampartner, ist und auch auf euch, wenn ihr nicht diese Upline habt, die das bei euch macht, ist euch selber Aufgaben zu geben, beziehungsweise euren Leuten Aufgaben zu geben. Okay? Was ist auch immer? Ziele setzen, okay, beziehungsweise Gameplan. Ihr müsst immer mit euren Teampartnern als Leader, und hier geht es darum, euch als Leader auszubilden, deswegen machen wir diese Nugget Calls, hier geht es darum, euch zu helfen, eure Teams aufzubauen. Als Leader oder Leaderin gebt ihr euren Leuten immer Ziele, beziehungsweise macht mit der Person einen Gameplan. Wie macht man einen Gameplan? Okay, ein Gameplan ganz einfach. Du holst dir ein Stück Papier oder machst dir mal Whiteboard oder keine Ahnung was, setzt dich mit der Person zusammen und sagst, hey, du bist heute oder vor ein paar Wochen gestartet, du hast die und die Resultate, du hast ein linkes und ein rechtes Bein. Was wollen wir anpeilen? Was ist dein Ziel? Willst du $500 verdienen, willst du 1.000 verdienen? Am besten bist du das schon von vornherein. Wir sagen jetzt einfach mal Ziel Diamond. Okay, Ziel Diamond, also heißt 5.000 Punkte links, 5.000 Punkte rechts, wie kriegen wir die rein? Was müssen wir machen, um diese 5.000 Punkte links, 5.000 Punkte rechts, um den Diamond reinzubekommen? Okay? Dann sagt er, ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht so ganz genau. Dann sagst du, okay, hast du Nummer 2, okay, eine Kandidatenliste und so weiter. Das ist ja dann Einarbeitung, die Kandidatenliste einladen und so weiter. Das auf jeden Fall zu dem Thema. Einfach mal nur so kurz, eben, so macht man Gameplay. Man setzt sich hin, man schaut, was fehlt an Punkten und dann findet man die Punkte, indem man schaut, was kann man machen. Okay, wie kann man launchen? Mit wem hat man noch nicht geredet? Wer ist doch auf der Kontaktliste? Wer ist vielleicht im Team, der noch niemanden eingeschrieben hat und so weiter. Okay. Schritt Nummer drei ist es, mit der Person produktiv zu sein. Okay, Produktivität in Form von Launchen. Mit Launchen meine ich, wenn jemand Neues startet in deinem Team und der hat jetzt Resultate kreiert, dass du mit ihm redest, okay? Sag mal, wo bekomme ich denn eigentlich die Präsentation für den Call her, um Promo-Material, wie zum Beispiel das Bild vom 2030-Launch? Wo bekomme ich eigentlich die Präsentation für einen Call her? Alles auf der Einarbeitung. Alles. Jede Frage, die du stellst, wird immer auf www.tradingpeoplerevolution.com oder .de.com ist, glaube ich, beantwortet, okay? Schick mal bitte jemand die Einarbeitungspage in den Chat. Sonst für jeden, der im TPA-Bot ist, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wenn ihr /Link eingibt, dann schickt euch alle Links raus, die ihr braucht. Okay, Videos, Präsentationen und so weiter, kann ich euch nachher nochmal zeigen. Okay, aber schickt mal bitte jemand den Einarbeitungslink in den Chat rein. Perfekt. So, also Produktivität mit Launchen, Wissen geben, also einfach wissen, was die Person braucht in deinem Team, um zu launchen, also die Expertise, wie man einlädt, Einarbeitung und so weiter, okay, was brauchen wir noch, launchen, Wissen, okay, Unterstützung, in welcher Form, in jeglicher Form, Unterstützung mental, Unterstützung, wenn die Person Probleme hat, Unterstützung, wenn die Person Fragen hat, Unterstützung in Form von Zoom-Calls und so weiter, okay, aber am Ende des Tages heißt Produktivität und mit der Person produktiv sein, eigentlich immer eine Sache, und zwar Aufgaben zu geben. Und wir machen das ein bisschen extra. Wir haben hier oben schon gesagt, okay, Aufgaben geben, Ziele, Gameplan, mit der Person Ziele zu haben, Gameplan zu machen, produktiv mit der Person zu sein, mit der Person zu launchen, Wissen zu geben, Unterstützung zu bieten. Okay. Und Nummer 4, machen wir es lieber so. Nummer 4 ist dann, das Ganze zu kontrollieren. So, kontrollieren. Okay. Ihr gebt der Person eine Aufgabe. Okay, die Person startet. Was ist die erste, allererste Aufgabe? Das, was ihr gerade im Chat gesehen habt, die Einarbeitung. Okay, Aufgabe Nummer 1 ist, macht die Einarbeitung. Okay, so. Wichtig ist immer, ihr redet immer, und das machen wir extra, ihr redet immer, also ihr gebt eine Anweisung oder eine Aufgabe. Die Anweisung muss immer ein Datum haben und einen Zeitpunkt. Also es muss immer fix sein. Okay, ihr sagt nicht, mach die Einarbeitung, sondern ihr sagt, mach die Einarbeitung bis zum. Okay, oder hey, der nächste Schritt ist, dass du die Einarbeitung machst. Bis wann kannst du dir 4 oder 5 Videos anschauen? Okay, Anweisung und immer mit Datum, muss immer fixiert sein. Immer, okay, ich schreibe To-Do-Listen. Alter, das ist komplett gestört. Ich schreibe mir das auf. Domi hat gesagt, er schaut sich bis heute Abend die Einarbeitung an. Walle hat gesagt, er schaut sich bis morgen 20 Uhr die Einarbeitung an. Der hat gesagt, er schaut sich bis heute Abend die Geschäftspräsentation an. Der hat gesagt, er will das machen. Ich habe mein komplettes iPad voll hier mit Gameplans. Okay, Richie Gameplan,
Time Master Plan, Mika Game Plan und so weiter, alles voll, okay, weil ich mir das alles immer aufschreibe. Warum? Weil ich mit den Leuten Vereinbarungen habe, bis wann sie das machen. Okay, ich gebe der Person eine Anweisung oder ich mache mit der Person einen Gameplan, ich habe ein fixes Datum und danach, das ist das, was die meisten Leute vergessen, und zwar das Ganze zu kontrollieren. Okay, so, ich passe hier nicht mehr hin, aber so, ich mache hier K-O-N-T, Kontrolle. Okay, Anweisung, Datum, Kontrolle. Es gibt auch von Eric Worre, der sagt immer Plan, Do, Review. Okay, ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt. Plan, Do, Review. Du planst, du tust es, basierend oder fix auf dem und dem Datum, dem und dem Tag, und dann Review, dann schaust du, ob es geklappt hat. Und so müsst ihr arbeiten. Ihr müsst euch ein Ziel setzen, ihr müsst euch ein Datum setzen und ihr müsst kontrollieren. Ihr müsst euch kontrollieren, ihr müsst aber vor allem eure Teammitglieder kontrollieren. Also Beispiel, ich sag zu Domi, Domi Bro, du machst bis heute Abend die Einarbeitung, schaffst du das, okay? Ich habe ihm die Anweisung gegeben. Domi sagt, ja, ich schaffe das bis heute Abend um 22 Uhr, mir das anzuschauen. Was mache ich um 22 Uhr? Ich schreibe Domi, rufe Domi an und sage, hey Domi, hast du die Einarbeitung angeschaut? Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Welche zwei Möglichkeiten haben wir, wenn ich ihm die Frage stelle? Hast du die Einarbeitung angeschaut? Ja, nein, perfekt. Also ja oder nein. Wenn ja, dann nächste Anweisung. Okay? Nächste Anweisung und es geht weiter. Wenn nein, was machen wir dann? Wenn nein, was machen wir dann? Energie raus. Was machen wir, wenn nein? Wenn Domi sagt nein, er hat es nicht gemacht. Neuer Termin vereinbaren, kündigen. Perfekt, kündigen. Wir kündigen ihn. Wir kündigen Domi. Okay? Wichtig ist aber, wir geben immer eine zweite Chance. Immer. Immer, 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 immer. Es gibt immer eine zweite Chance. Immer. Okay? Aber das sagen wir natürlich nicht. Aber Domi. Tommy Bro, du hast gesagt, du schaust dir bis heute Abend das Ganze an. Schau mal, du hast zu mir gesagt, das sind deine Ziele. Ich investiere meine Zeit in dich. Du hast gesagt, du machst es, hast es nicht gemacht. Was machen wir jetzt? Ich sage Tommy nicht, sondern ich mache dir den Standpunkt klar und wirf zurück und schau mir an, was er ist. Sein Problem, nicht meins. Ich gebe meine Zeit. Und nein, ich mache nicht einfach einen neuen Termin. Ich sage nicht einfach, Tommy, okay, kein Scheiß, dann mach's bis übermorgen. Nein, eben nicht. Wir gehen wieder zurück in das Mindset hier oben. Unternehmer an, wir reden hier über das da. Darum geht es heute, dass ihr das kapiert und nicht das da hier macht. Weil das da hier rechts ist rumgepimmelt. Das hier rechts ist Bullshit. Das hier rechts ist ein bisschen Larifari. Das hier rechts ist so ein bisschen, oh Domi, mach nichts, okay, ich sponsor jemand Neues. Oder, oh Domi, dann mach's halt übermorgen, kein Stress, okay? Rumlutschen, okay? Es gibt kein besseres Wort, Entschuldigung, aber es gibt kein besseres Wort, rumlutschen. Die ganze Zeit an den gleichen Leuten rumzulutschen. Und das dürft ihr nicht machen. Warum? Weil es gibt, wir kommen gleich drauf, okay? Wir kommen gleich drauf, bevor ich da jetzt zu tief reingehe. Also wenn er nein sagt, sage ich zu ihm, okay, Domi, schau mal, das ist dein Ziel, das hattest du vor, wir haben uns einen Gameplan gemacht, ich habe meine scheiß Zeit reingesetzt, wie regeln wir das jetzt? Und dann warte ich, was Domi sagt. Wenn Domi macht, okay, verstehe ich voll, Bro, ich mache das bis morgen 20 Uhr, dann noch einmal gebe ich ihm die Chance, morgen 20 Uhr. Fertig. Immer die zweite Chance geben. Wenn Domi rumpimmelt und sagt, oh, ich weiß nicht, tut mir voll leid, keine Ahnung, dann sage ich, okay, Bro, ich gebe dir jetzt noch einmal die Chance. Bis wann kannst du es dir morgen anschauen? Und dann sagt Domi, okay, morgen 20 Uhr. Und dann schreibe ich mir das auf und schreibe Domi. Und wenn Domi ja gesagt hat, also es gemacht hat, dann Anweisung, geht's weiter. Nummer zwei, Kandidatenliste schreiben. Nummer zwei, Endotech, was auch immer. Okay? So wie es in der Einarbeitung ist. Darauf gehen wir jetzt nicht ein. Wenn Domi jetzt wieder nein sagt, was machen wir dann? Wenn Domi wieder nein sagt, was machen wir dann? Wir kündigen, aber wie kündigen wir ihn? Wir kündigen ihn, aber wie? Keine Zeit wahrscheinlich, richtig. Wir kündigen. Wir sagen zu ihm, hey Domi, schau mal, Bro, wir haben jetzt zweimal Termine ausgemacht. Meine Zeit ist mir viel zu wichtig. Ich fokussiere mich darauf, mit Menschen Gas zu geben. Wir hatten einen Plan. Du hältst dich nicht daran. Ich muss dich leider kündigen. Bedeutet, du machst dein Ding weiter. Wenn du irgendwas von mir brauchst, ich bin am Start. Wenn du Produkthilfe, was auch immer brauchst. Das heißt ja nicht, dass Domi jetzt rausgeworfen wird. Natürlich nicht. Aber es heißt einfach, dass du verstanden hast. Dass du verstanden hast, Domi, also jetzt nicht ich, sondern dass Domi verstanden hat in dem Beispiel, dass meine Zeit mir zu wichtig ist, als da zweimal rumzupimmeln und mit Domi Termine ausmachen, es passiert nichts. Dann sage ich zu Domi, hey Bro, meine Zeit ist mir zu wichtig, ich habe keine Zeit dafür, du zeigst mir, indem du es nicht einhältst, dass du es nicht ernst meinst. Wenn du es nicht ernst meinst, kann ich nicht mit dir arbeiten, fertig. Okay?
Und wenn Domi dann kommt, oh ja, tut mir leid, keine Ahnung was, und dann lasse ich ihn mal machen und schaue mir an, ob er wirklich aus eigener Kraft das hinbekommt. Weil dann zeigt, guck mal Leute, seht es immer wie in einem Job. Wenn du in einem Job was verkackst, du brauchst diesen Job aber, du bist abhängig von diesem Job, du willst es wirklich haben, dann mache ich alles, um danach mir so hart den Arsch aufzureißen, um dem Chef zu zeigen, dass er merkt, alter krass, der Domi macht ja doch was. Dass ich mir denke, oh okay, der Domi gibt ja doch ziemlich Gas. Vielleicht gebe ich ihm doch nochmal Chance. Aber ihr müsst die Leute früher kündigen. Und dann nicht, oh Domi, kann ich dir irgendwie helfen? Was brauchst du? Komm mal hier auf den Call. Und dann, keine Ahnung, gehst du mit deinem Leader in den Call und holst ihn voll. Oh Domi, Domi ist mein Team, der macht nichts. Was soll ich denn machen? Sponsor, du sponsorst, du holst, du gibst der Person eine Aufgabe, eine Anweisung, du gibst ein fixes Datum, du kontrollierst das Ganze. Wenn er sich nicht dran hält, dann gibst du ihm noch eine Chance, gibst aber ihm, sagst ihm, er soll die Lösung finden und dir sagen, was er jetzt macht. Dann evaluierst du, ob das passt oder nicht. Wenn er wieder nein, kündigen und du suchst den nächsten. Das heißt nicht, du sollst keine neuen Leute sponsern, auch wenn die Leute ja sagen. Nein, natürlich nicht, aber du musst diese Accountability viel, viel, viel weiter mitgeben. Okay? Viel, 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 viel weiter mitgeben oder allgemein viel mehr die Anweisung geben. Ihr müsst viel mehr delegieren, Leute. Es glaubt mir, es hört sich manchmal scheiße an, aber der Vorteil von dem Ganzen, wenn du jemand bist, ein Leader bist oder eine Leaderin wirst, die delegiert, die Aufgaben gibt, die eine Aufgabe gibt, die ein Datum setzt und es danach auch wirklich kontrolliert und da hart bleibt. Okay? Und dann auch wirklich sagt, alter Bro, du hast, das war scheiße, was du gemacht hast. Auch mal zu einem Leader hinzugehen und wenn dir irgendwas auffällt, was richtig scheiße war, hinzugehen und sagen, hey, ich will dir helfen. Kollege, was ist das für eine Scheiße, was du da machst? Bro, du weißt gerade selber, dass du hart am Rumpeln bist. Bro, du weißt gerade selber, dass das, was du machst, so nicht funktioniert. Das müssen wir manchmal machen, weil du musst den Leuten ein bisschen Arsch treten. Ich glaube, jeder, ich höre das so oft von vielen, so, oh, der Arschtritt tat mir voll gut. In verschiedensten Hinsichten. Und dafür ist es da und genau so ist es. Und ihr müsst euch da aber selber kontrollieren. Wenn ihr niemanden habt, ihr müsst euch selber kontrollieren. Plan, do, review. Plan, do, review. Accountable zu bleiben. Leute zu kündigen. Härter durchzugreifen. Und selber halt mal zu evaluieren und zu bewerten, ob dieses Verhalten wirklich korrekt ist, dass andere Menschen dir gegenüber, wirklich korrekt ist, dir gegenüber. Wenn du einen Teampartner hast und der sagt dir die ganze Zeit, Bro, ich bin am Start, ich gebe Vollgas, hey, ich will durchziehen. Und dann aber auf dem nächsten Call nicht ist. Was sagt mir das? Das ist alles Gelaber. Und solche Leute verdienen in dem Business kein Geld. Solche Leute verdienen hier kein Geld. Solche Leute kosten nicht Zeit und sowas fuckt mich ab. Weil ich suche Menschen, die Bock haben, das Business durch. Ich will Menschen, ja, ich will meine Zeit in Menschen investieren, die das, was ich sage, machen, Erfolge kreieren und durchziehen. Ich gebe denen eine Aufgabe, wir setzen uns ein fixes Datum, wenn es nicht erreicht ist, dann kontrollieren wir es. Und wenn ich die ganze Zeit nur Gelaber höre und keine Ahnung was, dann habe ich darauf keinen Bock mehr. Okay? Dann habe ich darauf keinen Bock mehr. Es gibt drei, und das haben wir schon mal angesprochen, aber ich spreche es nochmal an. Es gibt drei Hauptpunkte. Habt es auch auf Instagram gepostet. Es gibt drei Hauptpunkte, wie man das Ganze misst. Okay, wie misst man, ob man in der Person weiterhin Zeit reinsteckt? Schreib mir das mal in den Chat. Wie würdest du das messen? Was sind deine Guidelines? Wisst ihr, was Guidelines sind? So sich selber moralisch oder allgemein Vorstellungen, die für mich wichtig sind. Und wenn diese Linie übertroffen ist, dann mache ich das und das. Okay, zum Beispiel ganz dumm gesagt, jetzt einfach ein dummes Beispiel. In einer Beziehung, wenn ein Partner fremd geht, ist die Guideline, wenn die Person fremd geht, ist aus. Okay. Das ist eine Guideline. Nicht jeder hat die, aber es wäre zum Beispiel eine Guideline, die ich glaube für jeden verständlich ist. Aber was für Guidelines hast du in deinem eigenen Business? Was für Guidelines habt ihr in eurem eigenen Business? Oder habt ihr überhaupt irgendwelche? Ist der Chat irgendwie kaputt oder habt ihr keinen Plan? Was für Guidelines, Leute? Anwesenheit, Anwesenheit, perfekt. Nummer eins, Anwesenheit. Habe ich gerade die ganze Zeit drüber gesprochen. Es gibt drei Punkte. Anwesenheit, was noch? Und dann sprechen wir drüber. Disziplin auch, ja. Produktivität auch. Haltung auch, ja. Haltung, das wäre die Attitude. Die Attitüde oder Haltung dir gegenüber. Wie verhält sich die Person dir gegenüber? Alles wichtige Dinge. Alles wichtige Dinge. 100%. 100%. Ehrlichkeit setze ich voraus. Okay, 100%. Umsetzung. Beziehungsweise Erfolg. Das sind die drei Guidelines. Anwesenheit, Haltung, dir gegenüber und Umsetzung. Das sind meine drei Guidelines.
Ehrlichkeit setze ich voraus. Loyalität setze ich voraus. Commitment hole ich mir am Anfang. Okay? Produktivität ist, musst du machen, um in dem Business überhaupt irgendwas zu reißen. Okay? Aber das sind die drei Guidelines, die ich habe. Wenn Domi labert, ist aber nie da, raus. Wenn Domi mir gegenüber eine falsche Haltung hat, eine falsche Attitude hat, dann sage ich ihm, sage ich, Bro, das hast du gerade durchgezogen, das ist komplett beschissen. Okay? Und die meisten trauen sich das. Die meisten, oh, wenn ich dir das jetzt sage, das ist scheiße, was ihr da gemacht habt, dann geht die und dann verliere ich ein Teammitglied. Ja, ja. Ist halt einfach so. Ich meine, stell dir vor, du baust eine Firma auf und du kündigst jemanden, weil du Angst hast, dass er geht. Was baust du dann für eine Firma auf? Wenn jeder auf seinen Kopf rumtreten kann, wenn jeder die falsche Attitude hat und das dritte ist Umsetzung, wenn Domi mir sagt, ich mache das und das und das und Domi macht es nicht, dann weiß ich, dann stimmt was nicht. Dann gebe ich Domi eine Chance. Und wenn Domi dann wieder labert, dann denke ich mir, okay, Domi, Alter, du hast mir jetzt zweimal gesagt, du willst das und das erreichen. Der Umsatz kommt aber nicht. Also in Umsetzung meine ich jetzt nicht nur das Geld, sondern allgemein die Umsetzung von dem, was wir planen, von dem, was ich Domi gebe. Wenn ich Domi die ganze Zeit voll laber, die ganze Zeit Tipps gebe, die ganze Zeit erkläre, wie ich es mache, er macht es aber nicht, dann denke ich mir auch irgendwann, Digga, vorbei. Und am besten beim zweiten Mal, indem ich es ihm sage, Domi, ich sag dir die ganze Zeit, was du zu tun hast, du machst es nicht. Größtes Beispiel, das ihr im Network-Marketing haben werdet. Menschen werden zu euch kommen, Menschen werden die Firma verlassen, Menschen werden gehen, Menschen werden aufhören, Menschen werden wechseln, Menschen werden Leute abwerben, Menschen werden schlecht über die Firma reden, Menschen werden allgemein, warum? Warum passiert sowas? Wer kannst du mir beantworten? Was ist der Hauptgrund, woher sowas kommt? Es gibt nur einen einzigen. Immer. Kein Erfolg. Woher kommt der Nicht-Erfolg? Weil die Person selber keinen Erfolg hat. Weil die Person einfach nicht aufbaut. Ganz einfach. Im Network-Marketing, wenn du baust, verdienst du Geld. Wenn du nicht baust, verdienst du kein Geld. Ganz einfach. Okay? Und das werdet ihr so oft haben, dass Leute zu euch kommen und sagen, das funktioniert nicht, ich habe keine Lust, das ist so schwierig, mein Team macht nichts, ich verdiene nichts und so weiter, der Vergütungsplan ist scheiße, keine Ahnung, was alles, okay? Haben wir aktuell so ein kleines Beispiel. Aber das Krasse ist, es ist immer nur eine Sache und zwar die Person baut nicht auf. Also heißt, wenn du jemand hast, der sich die ganze Zeit beschwert, der rumheult, der irgendwas labert, der negative Vibes spreadet, du aber verstanden hast, dass in dem Business, wenn du aufbaust, glücklich bist und wenn du nicht aufbaust, du unglücklich bist, dann weißt du auch, dass es immer an der Person selber liegt und an dir selber vor allem. Wie gesagt, es geht nicht nur darum, dass wir über andere Leute reden, es geht auch darum, dass wir über dich heute reden. Das heißt, wenn du nicht aufbaust, was willst du dann machen? Dann kann es nicht funktionieren. Wenn es deine Upline ist, ja, das ist dein eigenes Business. Deine Upline ist scheißegal, das ist dein eigenes Business. Ganz einfach, in jeglicher Hinsicht. Klar ist geil, eine geile Upline zu haben, aber trotzdem ist dein eigenes Business. Und wie gesagt, der Punkt, den ich gerade umsetzen wollte mit euch, weshalb ich das angesprochen habe, ist halt einfach, dass das größte Problem sein wird für immer. Immer. Okay? Immer. Das wird das größte Problem sein, dass Leute zu euch kommen und das Einzige, was sie nicht machen, ist, sie bauen einfach nicht auf. So, wie macht man das jetzt? Wenn die Person immer rumheult und nicht aufbaut, dann sage ich ihr, Digga, hör mal auf rumzuheulen, bau auf. Und wenn sie dann wieder nicht aufbaut und immer noch rumheult, dann, was machen wir dann? Wir kündigen. Ganz einfach. Okay, wir sagen, okay, hey, schau mal, du hast eine negative Attitude, du verstehst das Business, ich habe dir tausendmal gesagt, was du machen sollst, meine Zeit ist mir zu schade, viel Erfolg mit Endotech, viel Erfolg beim Traden, alles easy, aber für Network bist du nicht gemacht. Ganz einfach, okay. Ich habe vorhin Domi eine Memo, war das Domi oder war es Lieber. Ich habe vorhin Lieber eine Memo gemacht, habe gesagt, Bro, wenn keine 15 Leute auf dem Event sind, dann fahre ich wieder nach Hause. Mach ich auch. No joke. Weil will ich mit Lieber rumpimmeln? Will ich das Lieber 30 Jahre brauchen, um erfolgreich zu werden? Oder will ich, dass Lieber es versteht? Einfaches Beispiel. Okay? Ich habe Domi vorhin eine Memo gemacht, dass wir geredet haben, gesagt, ich hoffe, das kann ich, denke, es ist easy, wenn ich das sage. Ich habe vorhin Domi eine Memo vorhin gemacht, habe gesagt, Bro, wenn du das und das nicht schaffst, bis dort und dorthin, dann musst du dir überlegen, ob Network Marketing was für dich ist. Hört sich hart an, ist auch hart, aber ist voll so gemeint. Weil Menschen brauchen einen Arschtritt. Ich weiß, dass Domi einen Arschtritt braucht. Ich weiß, dass Lieber einen Arschtritt braucht. Wer nicht? Ich auch. Jeder braucht einen Arschtritt. Mir gibt nur keiner einen. Aber jeder braucht einen. So.
Und das ist auch gar nicht böse gemeint. Ich weiß, dass ich mit den Jungs darüber offen reden kann und das auch hier ansprechen kann, weil es halt einfach so ist. Und es ist bei jedem so. Okay, jeder von uns braucht einen Arschtritt. Jeder. Und das ist dein Versagen und es ist mein Versagen, wenn ich als Leader den Leuten nicht diesen Arschtritt gebe, weil hier geht es nicht um Ponys. Okay, hier geht es auch um ein Business aufzubauen. Und das größte Problem ist, dass die Leute nicht accountable sind. Was bedeutet Accountability noch? Ich will euch da mal so ein bisschen was durchgeben, damit ihr versteht, was Menschen, also was Accountability wirklich bedeutet in Form von, wie könnt ihr Menschen Accountability geben? Okay, oder wie könnt ihr das trainieren? Oder was macht das Ganze aus? Okay. Also, wir haben verschiedene, ich könnte es mal als, lass uns als Leiter machen. Okay, ich versuche mal irgendwie eine Leiter zu machen. Eine Sekunde. So. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay. Hier haben wir so ein Mittelding. So. Accountability, also accountable, also verantwortungsvolles Verhalten in dem Business. Schreibt mir mal verantwortungsbewusstes Verhalten in dem Business. Man sieht nur die Hälfte. Okay, komisch. Ist jetzt besser? Ich habe gerade den Chat und alles reingeschoben. Ist weg? Okay, verantwortungsvolles Verhalten in dem Business. Was wäre das? Verantwortungsvolles Verhalten. Umsetzung. Genau, Umsetzung. Was noch? Was noch? Pünktlichkeit, was noch? Festgelegtes Datum halten, sich um sein Business zu kümmern, Respekt, Vorbild, was noch? Was noch? Verlässlichkeit. Vorangehen. Ja, was noch? Ich suche bestimmte Sachen. Kamera an, 100%. Was noch? Ich meine, keine Ahnung, du kannst ja auch nicht zum Arbeiten kommen und dein Gesicht nicht zeigen. So. Was noch? Also wir haben schon eins, was 100% wichtig ist und das war make it happen, umsetzen. Was noch? Haltung, Anwesenheit, 100%, lösungsorientiert zu sein. Lösungsorientiert, okay. Lernbereitschaft auf jeden Fall. 100%iges Ownership. Ownership ist Verantwortung. Das Verantwortungsbewusstsein für sein Business zu haben, 100%. Ihr müsst verstehen, dass es euer Business ist. Ihr müsst verstehen, dass es in euch fällt und steht. Was ist noch wichtig, was viele Menschen nicht checken, was sehr, sehr wichtig ist? Was viele Menschen vergessen. Mindset, Risikomanagement, ne, was noch? Die Realität. Die Realität. Was meine ich damit? Die Realität. Viele verstehen nicht. Man sagt ja im Network immer, hey, du musst Vision haben, aber du musst auch die Realität haben. Du musst die Realität verstehen. Du musst die Realität auch wirklich mal, also du musst dich einfach hinsetzen können, und damit ist eine Reflexion gemeint, dich hinsetzen können und sagen, Digga, das, was ich die letzte Zeit gemacht habe, ist einfach kompletter Bullshit. Ich muss die Realität sehen, das, was ich mache, bringt mir nichts. Ich muss was anderes machen. Das ist Ownership. Warum? Was ist nämlich das Gegenteil? Reden wir mal über das Gegenteil von Accountability. Reden wir mal über das Gegenteil von Verantwortung. Was machen diese Menschen? Ganz, ganz oft.
Und das ist jetzt diese Untergeschicht von dieser Treppe. Und dann kannst du selber entscheiden, wo bist du gerade bei der Treppe? Bist du in der Treppe im positiven Bereich oder bist du im negativen Bereich? Schuld bei anderen suchen. Nummer eins, versagen, nichts tun. Sie geben anderen die Schuld. Genau, Nummer eins ist Schuld. Wie schreibt man das am besten? Schuld nicht bei sich selber suchen. Okay, was noch? Schuld, also Schuld, Verschleppung, Ausreden. Ja, Ausreden. Also die Schuld ist immer das eine der größten Sachen im Network Marketing. Wie gesagt, der Content ist dran schuld, der CEO ist dran schuld, die Produkte funktionieren nicht, ich funktioniere nicht, meine Upline funktioniert nicht, das passt nicht, das passt nicht, keine Ahnung. Immer das Gleiche. Faulheit auf jeden Fall. Excuses, Ausreden haben wir. Was auch viele machen, ist warten und hoffen. Kennt ihr diese Leute? Ah, wird schon alles gut. Warten und hoffen. Glaube ist immer wichtig, Leute, 100%. Aber warten und hoffen bringt gar nichts. Okay, wusste ich nicht. Kennt ihr das? Ah, wusste ich nicht. Kennt ihr die Leute? Wusste ich nicht. Wusste ich nicht, wusste ich nicht, wusste ich nicht. Was noch? Pessimismus, was noch? Kennt ihr die Leute, die sagen, hat mir niemand gesagt? Bringt natürlich viel in dein eigenen Business, hat mir niemand gesagt. Ich weiß, meine Schrift ist unglaublich schön, Leute. Hat mir niemand gesagt. Was noch? Das kann ich nicht. Pessimismus, Faulheit, Ausreden, Verdrängung, genau, schon bei anderen Versagen, Fehler bei sich suchen, nichts tun. Okay. Das ist sozusagen ein, ja, dieses, wie nennt man das, wie sagt man das, victimize, verstehe die spreche nicht, verstehe die Sprache nicht, ja. Was ist victim nochmal auf Deutsch, Mann? Da gibt es auch ein Wort, Opferhaltung, Mann, vielen, vielen Dank. Okay, das ist sozusagen diese Opferhaltung. Opferhaltung. Die meisten Menschen. Also normalerweise, wenn die Leute starten, sind sie immer in der Opferhaltung. Und ihr müsst sie da auf jeden Fall rausholen, okay? Opferhaltung haben wir. Okay, und hier oben haben wir die Verantwortung. Okay, Opferhaltung. So, wo seid ihr in der Leiter? Seid ihr im Plus oder seid ihr im Minus? Mal ganz ehrlich, so primär. Nicht alles, ist ja nicht alles komplett Minus oder Plus, aber wo seid ihr? Seid ihr Plus oder Minus primär? Reflektiert euch da mal ein bisschen. Seid ihr jemand, der oft sagt, kann nichts dafür? Seid ihr oft jemand, der Ausreden findet? Seid ihr oft jemand, der sagt, ich hoffe? Seid ihr oft jemand, der sagt, wusste ich nicht? Seid ihr oft jemand, der sagt, hat mir niemand gesagt? Oder seid ihr jemand, der umsetzt, der lösungsorientiert ist? Okay? Ja, sieht so aus, als hätten wir bald viele neue Diamonds. Minus aber mittlerweile plus, sehr geil, wenn man ehrlich zu ist. Perfekt, perfekt, plus, plus, plus. Plus geht immer besser, geil, Mann. Also, ihr seid alles in dem Fall, Mann, wenn es bei euch so läuft, Mann. Und wenn ihr das so weitergibt, dann sollten wir auf jeden Fall bald ein paar neue Diamonds haben. Sehr, sehr viele neue Diamonds. Und ich rede nicht Diamond Executive, ich rede Diamond Ambassadors. Eine Sache, okay? Eine riesengroße, wichtige Sache ist diese Treppe der Verantwortung. Okay, so nennt man das. Treppe der Verantwortung. So, ich will euch noch ein Beispiel geben. Oder gebt mir mal ganz kurz Feedback mit dem Ja, wenn ihr, also Ja, wenn ihr verstanden habt, was die Message heute ist, und Nein, wenn ihr es nicht verstanden habt. Einfach mal, dass ich verstehe, ob ihr da ein bisschen mitkommt mit dem, was wir alles besprochen haben. Okay, geil.
Okay, sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Perfekt, easy. Schau mal, ich mache euch da mal ein Lifetime-Beispiel. Ein Lifetime-Beispiel ist aktuell ganz, ganz, ganz wichtiges. Schreib mir mal bitte in den Chat, was du aktuell für einen Rang hast, jetzt im Backoffice. Was steht in deinem Backoffice als Rang? Bei jedem. Platex. Antonia, es glaube. Costa ist Plattex. Martha ist glaube. Arina ist Influencer. Daniela ist glaube. Global AIDA ist Plattex. Geil, Mann. Congrats euch allen auf jeden Fall. Plattex. War leider wieder Plattex. Steady. Eigentlich das alles, was nicht Ex ist, aus. Also nicht wundern. Gar nichts für einen Only Trader. Will mich aber leadership-technisch weiterbilden. Sehr krasses Vorbild, Mann. Finde ich immer sehr schade bei den Tradern, die immer sagen: Ah, Network, 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 unnötig, unnötig, unnötig. Alles Mindset, alles Persönlichkeitsentwicklung. Ruben ist Exe. Jo, wie kannst du der Executive sein, Alter? Willst du mich verarschen? Jo, Alter, schreib mir mal bitte nachher, Mann. Wir müssen mal ein Gameplan. Jo, das kann doch nicht sein, Mann. Wie kannst du. Leck mich am Arsch, Alter. Schreib mir mal nachher, Bro. Mein Rang aktuell Executive Melly. Influencer Representative, Plattexi wieder kurz für Global, Laura. Sehr geil, Laura, dass du am Start bist. Freut mich mega. Laura, 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 Laura. Hat es auf jeden Fall ein bisschen Urlaub, gell? Nicht gesehen. Das sah auf jeden Fall geil aus. Platex. Influencer, Representative, Platex. Evi ist auch Platex. Mirko ist Exe. Exe, wenn haben wir noch? Platex ist Lisa. Ja, ich weiß, dass es nervig für euch ist, dass ihr da jetzt einfach zuschauen müsst, aber es ist einfach so. Rumpimmeln, kein Rang, aktuell wieder gedroppt, kein Rang, auch kein Rang, Influencer, nur ein bisschen Influencer, Diamond Exe, Global, Dennis ist Diamond. Da wieder Global. Anna Global. Oh, wir haben schon echt ein paar Leute hier am Start, Alter. Ambassador, bald wieder Plattambo, Luca. Ambo. Ah, da fehlt nicht viel, Bro. Kein Rang. Okay. Das sind alles Ranks, die hier auf dem Call sind. Alles Ranks. Okay. Alles Ranks. So. Exe, Plattexe und so weiter. Jetzt gehen wir die Liste mal durch. Wir gehen die Liste durch und ich mache nicht weiter, bis ich die Antwort habe. Okay. Das Wichtigste für euch, das Allerwichtigste für euch, das aller verdammt Wichtigste für euch ist, dass ihr eure Airshell am 18.09. wohin schiebt. Ich will es nochmal im Chat sehen. Am 18.09. wohin? Wenn du Network ernst nimmst, wenn du das, was du gerade im Chat geschrieben hast, dass du den Rang wieder erreichen wirst und so weiter, ist das so ein Scheiß Österreich. Es gibt keine Ausrede. Dein Arsch muss in Österreich auf dem Sitz sitzen. Okay? Ganz einfach. Ich gehe jetzt die Liste durch. Ich gehe jetzt die Liste durch.
Julia Plattexel, wie viele Tickets hast du bis jetzt? Und ich will nicht hören, ich kann nicht, ich komme nicht, wir wissen, wie viele Tickets du bis jetzt verkauft hast. Zwei. Domi, wie viel? Ihr seht selber auf dem iPad. Ich schreibe es auf. Julia 2. Domi 3. Antonia, glaube, wie viele? Ganze 0. Costa, wie viele? Plattechse. Bitte nicht reinschreiben, wenn ich euch nicht erwähnt habe. Sonst komme ich durcheinander. Costa, wie viele? Costa, Plattex, wie viele? Wie viele, wie viele, wie viele, wie viele? Gestern haben wir zwei abgesagt, jetzt nicht. Also null. Ich will einfach nur die Zahl wissen. Ich will nicht wissen, wer abgesagt hat. Ich will nicht wissen, ob der Hamster krank ist. Mir alles scheißegal. Ich will einfach wissen, wie viele Tickets ihr habt. Von Leuten, die kommen. Martha, glaube, wie viele? Fünf. Martha, 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 Martha. Meinst du die Leute, die abgesagt? Ich will wissen, wie viele Tickets hast du verkauft? Wie viele Tickets, wie viele Menschen kommen auf das Event durch dich, die du eingeladen hast? Wie viele Leute hast du auf das Event promotet? Das will ich von euch wissen. Schreibt schon mal alle in den Chat, aber schickt es noch nicht ab. Ich will es in Reihenfolge machen. Martha, so 10. Okay. So 10. Okay. Next. Ich habe so erst nicht geschrieben, ich weiß nicht mehr, wer das ist. Ist auch ein Global, irgendwas mit P. Wer war das? Global mit P. Nach Martha. E. Ah ja, guck mal, ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Also Daniela Global. Wie viele? Zwei. Aida, wie viele Plattexe? Null. Sadie, Plattex, wie viel? Ruben, wie viel? Ja, da wundere ich mich nicht bei gar nichts bei euch alle. Also. Melli? Next. Laura, wie viele? Also wahrscheinlich du selber. Evelyn, wie viele? Okay, dann zwei. Nee, du zählst nicht. Also, Evelyn, wie viele? Evelyn, wie viele? Next, Lisa, wie viele? Wenn es Lisa ist. Fünf, perfekt. Dennis, wie viele? Komm, ihr seht es doch, Dennis. Dani haben wir noch, gell? Global. Hatte ich schon. Zwei. Dann war das Davide. Davide, wie viele? Ein Bundel gekauft. Ein Bundel gekauft. Nächstes, zweites, drittes. Also, wir reden jetzt mal von dem, was du hast. Also, fünf. Anna Globe, wie viele? Circa 10. Luca Ambo, wie viele? Viele Leute hast du durch dich, durch deine Promotion, durch deinen Mund? Wie viel hast du dorthin geschoben? Nicht, was in deinem Team gekommen ist, sondern durch dich. Wie viele Leuten weißt du nachweislich sechs? Okay. Also. Julia mit Plattex, mit zwei Leuten bleibst du Plattex dein Leben lang. Domi mit drei auch, bleibst Exe. Antonia, du bleibst Global. Ich weiß, manche Leute können einfach nicht kommen, aber als Global Antonia musst du Leute dort haben. Auf, wenn du nicht kannst, du musst dort Leute haben. Wenn du dort kannst, bei null Leuten wird es safe nichts. Costa genau das gleiche. Bei euch allen so. Das einzige, das Größte, was ich gesehen habe, ist Smart mit 10 Leuten aktuell.
Und Luca mit 10 Leuten. Ne, Luca hat 6 Leute. Und hier die. Schau mal, Leute, wenn ihr euch diese Liste anschaut, ich muss euch gar nicht sagen, was abgeht, aber ich sag euch eins, wenn diese Zahlen so bleiben, Leute, ein scheiß Event. Wisst ihr, was ein Event, ich weiß nicht, ob ihr das checkt, was es bedeutet für euch. Die krassesten Entscheidungen in meinem Team, meine krassesten Leader sind auf einem scheiß Event entstanden. Luca hat sich auf Events entschieden, der zu werden, der ist. Ich habe mich auf scheiß Events entschieden. In Las Vegas habe ich mich, wegen Las Vegas hat sich mein Leben verändert. Wegen Las Vegas habe ich Network hauptberuflich gemacht. Und wegen Miami habe ich mein Studium gekündigt oder abgebrochen. Ich habe seit 13 Jahren, seitdem ich 13 war, habe ich das Ziel gehabt, Jura zu studieren. Ich war einmal in Miami auf einem Event, ich habe aufgehört. Mein Beispiel. Ich kann euch nur sagen, wie es bei mir war und ich kann euch sagen, wie es bei jedem Einzelnen war, der bis jetzt auf einem Event war. Und ich sage euch, es gibt zwei Möglichkeiten für euch. Ich rede in Form von nicht persönlich. Ich rede, weil ich weiß, dass ein Luca, dass eine Anna, dass ein David, dass ein Dennis, dass ein Evi, dass eine Laura, dass ein Ruben, dass eine Aida, ich weiß, dass die erfolgreich werden wollen. Sonst wärt ihr nicht auf diesem scheiß Court. Aber ich kann euch direkt sagen, mit solchen Zahlen wird es überhaupt nichts. Gar nichts. So pimmelst du jahrelang rum und versuchst irgendwas aufzubauen. Nochmal, wenn einer von euch eine Person auf einem Event hat, was passiert dann im Folgejahr? Was passiert im Folgejahr? Genau. 1K mehr. Und das stimmt zu 100%. Wenn ich meine Zahlen zurückschaue, auf Jahreseinkommen, stimmt zu 100%. Ich sag's euch, das stimmt zu 100%. Ich bin meine Zahlen letztens durchgegangen, habe geschaut, wie viele Leute habe ich auf dem und dem Event gehabt. Ich hatte letztes Jahr, vorletztes Jahr, ein Event mit 120 Leuten hatte ich dort dabei. Ich habe im darauffolgenden Jahr 120.000 Euro mit Network verdient. Krass. Es stimmt zu 100%. So, jetzt stelle ich mir die Frage, wenn. Ja, genau, wenn Kosten, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Versteht ihr, was ich meine? Da brauchen wir gar nicht drüber reden. So, keine Ahnung, bei null Leuten kommt es oder so gar nicht. So, da brauchst du das Business nicht aufbauen. Da brauchst du das Business nicht aufbauen. Jeder von euch, wenn ihr es wirklich ernst meint, zu 100% ernst, und da zählen Interessenten dazu, da zählen Partner dazu, da zählt alles dazu. Jeder von euch müsste mindestens auf 20 Leute kommen. Mindestens. Und es ist mir scheißegal, ob du ein Team hast oder nicht. Es ist mir scheißegal, ob du sagst, ich bin Exe oder nicht. Es ist mir scheißegal, ob du sagst, ich bin Global oder nicht. Es ist mir scheißegal, ob du sagst, so viele Leute habe ich gar nicht im Team. Aber jeder von euch sollte mindestens 20 Leute schaffen. Mindestens. Warum? Was passiert dann im nächsten Jahr? Wenn ihr 20 Leute, dann habt ihr mindestens mal die 20K. Was bedeutet das für die ganzen Leute hier drin, die hauptberuflich gehen wollen? Du bist hauptberuflich. Du bist im nächsten Jahr hauptberuflich, wenn du 20 Leute in Steyr auf dem scheiß Event hast. Und wenn ihr das nicht hören wollt und euch denkt, ah, da will der nur Tickets verkaufen, ja klar will ich Tickets verkaufen, weil ich will nächstes Jahr mehr Geld verdienen. Ganz einfach, wir sind hier nicht zum Rumpimmeln. Und ich sage euch, es gibt zwei Möglichkeiten in diesem Business. Möglichkeit Nummer eins ist, ihr habt einen Haufen von Leuten auf dem scheiß Event und ihr fokussiert euch auf Accountability, ihr fokussiert euch darauf, Menschen das Business weiterzuempfehlen, produktiv zu sein. Ihr denkt in Umsatz, in Umsetzung, in Lösungsorientiertheit, in Ownership. Wir sind gleich fertig. Okay. In der Schuld, in Ausreden. Wenn du so denkst, wird es so oder so nichts. Und du verstehst, dass du Anwesenheitspflicht hast. Und deswegen mache ich das mit dem ab 100 Leuten, machen wir den Call. Oder damals zumindest, um euch das beizubringen. Okay, weil ich nicht nur sage, dass ich was mache, ich mache es selber. Anwesenheit, Haltung. Wie ist die Haltung? Setzt die Person das um? Okay. Ich gebe der Person eine Anweisung, ich gebe der Person ein Datum und dann kontrolliere es. Wenn es passt, ja, perfekt. Weiter geht's. Nächste Anweisung, wenn es nicht passt, noch mal eine Chance, wenn nicht, kündige ich. Okay? Also ich habe jetzt die ganzen Namen aufgeschrieben. Die ganzen Namen und glaub mir, ich werde einen Weg finden. Ich werde einen Weg finden. Was haben wir heute? 30. Ich werde einen Weg finden, jeden einzelnen von euch. Bis zum 12. Das ist nächste Woche. Wir haben jetzt genau 2 Wochen Zeit. Bis zum 12. Nicht nächste Woche, bis zum 12. Bis zum 12. werde ich einen Weg finden, jeden einzelnen von den aufgeschriebenen, deswegen habe ich euch aufgeschrieben, zu kontaktieren und zu schauen, ob ihr mindestens bei 20 Leuten seid. Und es ist mir scheißegal, ob du kommst oder nicht kommst. Es ist mir egal. Du hast Leute im Team, die du einladen kannst.
Es ist mir egal. Und wenn du richtig, wenn du es wirklich ernst meinst, wenn du es wirklich ernst meinst, zu 100%, dann machst du genau das Gleiche, was ich jetzt mache. Und zwar, wenn du ein richtig kranker Leader bist, also wenn du wirklich ein richtig kranker Leader bist, Step 1, du gehst jetzt sofort auf die Website und holst dir ein Bundle. Wenn du richtig krank bist, das mache ich jetzt gleich und ich schicke es euch direkt in die Gruppe. Ich mache es nochmal, ich habe schon ein paar. Nummer 2 ist, du holst dir 2 Bundle. So, ich hole mir jetzt gleich 2 Bundle, poste den Chat, damit jeder von euch sieht, dass ich es auch mache. Und dann suche ich nochmal 10 neue Leute. Weil wenn ich einen scheiß Bundle habe und es gezahlt habe und ich weiß, dass 120 Euro für viele Leute wehtut, dann suche ich Leute, die dort kommen. Ganz einfach. Dann bewege ich dort. Ihr müsst immer erst zahlen, um euch zu bewegen. Kennt ihr das Sprichwort? Es muss immer erst was passieren, damit was passiert. Und ich weiß, ihr seht gerade das, was ich gemalt habe, nicht. Ist egal. Wenn du richtig krass bist, dann holst du dir jetzt einen Bundle. Wenn du krass bist, holst du dir einen Bundle. Wenn du richtig krass bist, holst du dir 2. Ich hole mir 2 und suche mir einfach 10 neue Leute. Keine Ahnung. Ich rekrutiere 10 neue Leute in 2030, in diesem Monat. Ich suche eine Lösung. Okay? Und wenn wir zurückkommen auf diesen Step hier, und das ist dieses, du musst erst runterspringen, du musst von der Klippe springen, um dann eine Lösung zu finden. Entrepreneurship bedeutet, du springst von der scheiß Klippe und baust dir dann ein Fluggerät. Das ist Entrepreneurship. Nummer 1 ist, in deinem Leben, und ich sag euch, das sind die Dinge, die ihr braucht, um in diesem Business erfolgreich zu werden. Nummer 1 ist, wenn ihr das Ganze nicht macht, dann zeige ich euch gleich, was passiert. Wenn ihr das Ganze macht und durchzieht und dranbleibt und über alles, was wir gerade gesprochen haben, weil das sind die wichtigsten Sachen, dann schaffst du dein Ziel zu erreichen mit, keine Ahnung, 100.000 im Jahr plus. 100%, weil nichts anderes habe ich gemacht, um das zu verdienen. Diese Sachen hier. Und das sind Sachen, da bin ich gerade hardcore dran. Und vielleicht merkt ihr das ein bisschen. Vielleicht merkt ihr, dass ich in letzter Zeit nicht mehr so viel antworte. Dass ich Nachrichten lese und einfach nur auf Read lasse. Damit du checkst, dass deine Frage komplett behindert war. Ich kriege manchmal Fragen, ich lese die halb durch, aber ich antworte nicht. Dass du siehst, dass du einen blauen Haken bekommst, dass ich es gelesen habe, aber ich antworte nicht. Weil deine Frage behindert ist, weil ich keine Zeit dafür habe, dir so eine Frage zu beantworten, wie man MetaTrader 4 runterlädt. Weil ich keine Zeit dafür habe, dir die Frage zu beantworten, okay, was der nächste Schritt ist, weil du eine scheiß Einarbeitung hast, weil du Nugget Calls hast und du hast hier alles. 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 Und du entscheidest und ich entscheide mich jedes Mal für dieses Business. Warum? Ich habe letztens was gesehen, ich muss es mit euch teilen, dann sind wir fertig, dann sind wir einigermaßen pünktlich. Einigermaßen. Ich habe was gesehen, wo ich mich nochmal entschieden habe, warum ich dieses Business mache. Und du entscheidest jeden Tag, du entscheidest jeden Tag, holst du dir gar keinen Bundle, holst du dir 2 oder mehr. Okay? Hast du die Accountability oder hast du die Accountability nicht? Und du entscheidest jeden Tag, deswegen will ich euch zeigen, was die Alternative ist. Es gibt nämlich immer nur das oder das. Es gibt nur Step 1 oder 2. Es gibt ja oder nein. Es gibt heiß oder kalt. Es gibt entweder reich und erfolgreich oder arm. Für mich. Es gibt keinen Zwischenschritt. Und du musst dich entscheiden. Und ich zeige dir das Leben vielleicht nochmal, weil vielleicht hast du ein bisschen vergessen, wie beschissen das Leben ist. Deswegen teile ich was mit euch, was ich auf TikTok gefunden habe, wo ich Tränen in den Augen hatte und dachte, Digga, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Schaut es euch einfach an. Ich hoffe, es geht mit der Audio, mit dem Ton und so weiter. Luca, schreib mir mal bitte direkt auf WhatsApp, weil ich weiß, du hast gutes Internet, ob man es gut sehen und gut hören kann. Und schaut es euch einfach mal an. Verurteilt es nicht. Okay? Ich habe es erst weggeswiped und bin dann wieder draufgegangen. Schaut es euch einfach an. Siehst du es jetzt? Jetzt mache ich mal Ton. Das ist ab Oktober. Früh vor 7 Uhr die Nacht um, ich schlafe nicht länger. War es irgendwie aufregend etwas, aber ich habe gut geschlafen. Die Eindrücke hier habe ich eigentlich ganz gut verarbeitet, was hier Neues, anders ist für mich, größer ist, weitläufiger ist. Das ist gut. Sehr schön. Kann man Schmeckt, schon ne? genießen hier draußen, ne? Auf Terrassen, Kaffee trinken. Gleich dürfte die Freude noch größer sein, wenn Carsten, Kerstin und Jannik herausfinden, wie groß das Wochenbudget ist, das sie zur Verfügung haben. Normalerweise müssen sie mit 155 Euro auskommen. Lass uns mal überraschen. Langsam. Zum Wochenbudget zählen nur die Ausgaben, die die Familie durchschnittlich für Lebensmittel, Kleidung, Freizeit und andere Wahlausgaben hat. Wohnkosten werden nicht mit eingerechnet. 500, 600, 700. 2000. 2.800 Euro. Für die Woche.
Ja, das ist allerhand Geld, was wir hier zur Verfügung haben. Mehr Geld, als Carsten in einem Monat brutto verdient. Wenn ich dann meinen Lohn dagegen setze als Altenpfleger, also Frau, das ist schon krass. Und wenn das so ist, ist das halt so. Ich kann es halt nicht ändern. Nur kurz. Er ist ja in der Altenpflege tätig und er macht die Arbeit auch gern. Das, was hier liegt, verdient er für uns. Ja. Stimmt. Es ist eigentlich das, was hier liegt, das ist, was er verdient mit seiner körperlichen Lernarbeit. Für uns alle drei. Dem 48-Jährigen wird schmerzhaft bewusst, wie groß die Kluft zwischen Arm und Reich tatsächlich ist. Keine Ahnung, Mann. Ich schaue mir das jetzt zum 5. oder 6. Mal an, das Video soll ich, keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Mann, aber ich werde dazu einfach nichts sagen. Ihr wisst, wir haben heute drüber geredet, ihr wisst, was ihr zu tun habt, jeder von euch. Ihr wisst, auf was ihr achten müsst. Es ist so ein verdammt wichtiges Thema. Verdammt wichtiges Thema. Und ihr entscheidet, man. Jeden Tag entscheidet ihr. Ich schwöre es euch. Ihr entscheidet. Deswegen trefft die richtige Entscheidung. Weil was ich den ganzen Tag mache, was ein Luca den ganzen Tag macht, was eine Angie den ganzen Tag macht, was wir die ganze Zeit machen, ist euch eine Möglichkeit zu geben und immer wieder zu sagen, was ihr machen sollt und machen könnt, um dort wegzukommen. Ganz einfach. Und ich habe beides gesehen. Ich weiß, wie es ist, wenn am Ende des Monats kein Geld da ist. Ich weiß, wie es ist, wenn deine Familienmitglieder, bei mir meine Mom heult, weil sie kein Geld hat. Ich weiß, wie es ist, wenn du an der Kasse stehst und es passiert nichts und alle dich anschauen. Ich weiß, wie das alles ist. Und glaub mich, entscheide mich jedes Mal verfickt nochmal dagegen. Jedes Mal. Und ich werde so emotional, weil es einer der Hauptgründe ist, weshalb ich jeden Tag für dieses Business renne, damit ich diese scheiß Freiheit habe. Und dann schaue ich mir hier an, die Leute, und das sind Leute, die ich kenne hier oben, das sind Leute, die ich kenne, die sagen, ey, ich will erfolgreich werden in dem Business, ich kenne die Geschichten von euch. Und ich schaue mir an, wie viele Tickets, 0, 2, 1, 3, 4, das wird so nichts, kein Spaß, es wird so nichts. Und das ist auch leider meine Aufgabe, mal euch ins Gesicht zu sagen, dass es so nichts wird. Weil Martin hat mir genauso damals gesagt, Digga, das, was du gerade machst, ist kompletter Bullshit, das wird nicht funktionieren. Und wenn es eure Upline nicht macht, weil sie es nicht traut, dann mache ich es. Versteht mich nicht falsch, ihr müsst mich nicht mögen. Ihr sollt mich vielleicht auch gar nicht mögen. Weil ich derjenige bin, der euch in den Arsch tretet. Weil ich derjenige bin, der euch abfuckt. Weil ich derjenige bin, der euch die Wahrheit sagt. Weil ich derjenige bin, der euch die Fähigkeiten gibt, damit ihr versteht, was ihr machen könnt. Ob ihr mich mögt oder nicht, ist mir scheißegal. Ob ihr denkt, ich bin arrogant oder nicht, ist mir scheißegal. Ob ihr denkt, ich will die falschen Worte oder nicht, ist mir scheißegal. Aber in einer Sache habe ich recht. Und versteht mich nicht falsch. Und wenn, ist mir auch scheißegal. Versteht mich nicht falsch, aber das Ding ist halt einfach, ich weiß, was es braucht, weil sonst würde ich nicht das verdienen, was ich verdiene. Und entweder ihr nehmt es an oder nicht, ist mir egal. Entweder ihr habt ein großes Ego und denkt, oh, was der Kanacke da in dem Korb mit seiner Brille sagt, ist mir scheißegal, bla bla, gut. Weil bei mir ist es genauso, ich verdiene das oder fast das Doppelte in der Woche, was das, was gerade auf dem Tisch lag. Und ich entscheide mich jedes Mal dafür, 100%. Also entscheide dich. Hier Leute, entscheide dich einfach. Und ich entscheide mich immer wieder. Das ist nicht eine Entscheidung, ich entscheide mich immer wieder. Und ich bin jedes Mal so gottverdammt dankbar, Alter. Und ich weiß, es geht nicht immer um Geld im Leben, aber es geht immer um Geld im Leben. Okay? Ist das einfach so. Ja, aber was wollen wir uns sagen, Alter? Das ist doch Bullshit. Okay? An der Stelle, Leute, der Call ist aufgenommen. Ich baller ihn nachher rein. Ich will nicht weiter durchziehen. Ich hoffe, ich kann ein bisschen die Augen öffnen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen verstanden, was man hier braucht in dem Business. Dass man accountable bleiben muss, was man mit Verantwortung teilen muss, was man mit Verantwortung abgeben muss. Und ich freue mich auf jeden Fall auf einen baldigen Nugget Call wieder mit euch. Und vergesst die Tickets. Ich mache es jetzt. Ich renne auf die Toilette und dann buche ich mir nochmal 2 Bundles und keine Ahnung, ich suche mir einfach nochmal Leute, die kommen. Ich rekrutiere neue Leute, ich suche mir neue Leute, ich schreibe Leute random im Team an. Hast du ein Ticket, kommst du, ist mir scheißegal. Weil ich nicht dort sein möchte, wo der Herr gerade saß. Und ihr entscheidet euch jedes Mal. Haut rein, Leute, passt auf euch auf, hat mich gefreut. Ciao, ciao.